auf der Regierungsbank gerade offensichtlich umgruppieren und rufe auf die Frage 1 der Abgeordneten Eva Maria Elisabeth Schreiber zur Reformpartnerschaft mit Ägypten. Indien Ägypten ist ein Land mit nahezu 100 Millionen Einwohnern. In der weiteren Umgebung der Nachbarschaft zu Europa. Und deswegen ist es ganz klar, dass wir entwicklungspolitische Überlegungen anstellen müssen, wie wir mit diesem Land möglichst konstruktiven Weg finden. Und in diesem Zusammenhang ist auch über Reformpartnerschaften schon mal nachgedacht worden. Ich möchte ganz klar hier zum Ausdruck bringen, dass sehr viele Voraussetzungen noch erfüllt werden müssen in diesem Land, bevor man hier in eine solche Verhandlung konkret eintreten könnte. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Sie sagen ja selbst, dass eine ganze Menge noch sich was tun muss in Ägypten, bevor man an eine Reformpartnerschaft denken kann. Und da würde ich ganz gerne wissen, wo sind da bei Ihnen die roten Linien? Wo muss sich was konkret ändern? Schauen Sie da aufs Ende der staatlichen Verfolgung von Homosexuellen oder Stopp der massiven Internetzensur oder eben Freilassung von den vielen politischen Gefangenen, die in Foltergefängnissen sind. Wo sind Ihre roten Linien dabei? Ja, also zunächst mal natürlich eine erhebliche Verbesserung der Menschenrechtslage, wo all diese Fragen eine Rolle spielen, die Sie jetzt gerade hier angesprochen haben, dann aber auch die Frage des Abkehrs vom autoritären Regierungsstil und natürlich auch Fülle von anderen Fragen wie gute Regierungsführung und Bekämpfung der Korruption beispielsweise. Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage. Und wie stellen sich die Bekämpfung der Korruption in Ägypten vor? Was können wir da tun? Was haben Sie da vor? Welche Mittel möchten Sie da einsetzen? Ja, wir haben hier sehr viele Experten, die in dem Gebiet im Einsatz sind, die erhebliche Erfolge auch gehabt haben in anderen Ländern mit ihrer Beratung. Und die werden wir natürlich zum Einsatz bringen. Und dann werden wir natürlich auch eine Fülle von sonstigen Begegnungen nutzen, um hier darauf hinzuweisen, dass die Bekämpfung der Korruption erhebliche Vorteile auch bringt für die Entwicklungsmöglichkeiten eines Landes und vor allem der Wirtschaft. Danke, Herr Staatssekretär. Wir kommen zur Frage 2. Moment, das ging jetzt zu schnell. Also eine Nachfrage der Kollegin Bohlert. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vor dem Hintergrund der geschilderten Situation, auch in Richtung menschenrechtlicher Aspekte, frage ich die Bundesregierung, ob geplant ist, Ägypten als sicheren Herkunftsstaat einzustufen nach dem Asylgesetz, auch im Hinblick auf die vereinbarten Kriterien im Sondierungspapier der Großen Koalition. So, diese Frage kann ich Ihnen zum heutigen Tag hier nicht als einfacher Staatssekretär beantworten. Da müssen Sie schon noch ein paar Tage warten, bis hier die Verhandlungen abgeschlossen sind. Und dann können Sie diese bewerten. Das geht nicht. Sie können immer nur eine Nachfrage stellen. Und damit